Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Walking Dead. Und wir haben einen Weg gefunden, wie wir hier rauskommen können, indem wir das Kühlaggregat hier abbauen. Mal schauen, ob uns das gelingt. Ja, das mit den Münzen funktioniert ja tatsächlich. Wenn man Glück hat und es Schlitzschrauben sind. In dem Fall haben wir ja mega Glück gehabt. Okay, Alter, runter damit! Ah, oh, fuck. Ah, oh, scheiße. Da passen wir nicht durch. Oh nein. Oh Mann. Du musst das nicht tun. This will help us get back home. Okay. Ja, ein verdammt tapferes kleines Mädchen. You're gonna be fine. What do I do when I get out? See if you can get to the other side of that door and open it. Oh shit, hoffentlich hört man sie nicht. Es macht schon einen ganz schönen Lärm. Ein wirklich sehr tapferes kleines Mädchen. Was zum... Ist da was passiert? Na Gott sei Dank. Alter, fick dich, Mann. Schwachmat. I know. I just need a minute to say goodbye. Hey, we're good. Okay? Yeah, this is good. Shit, he's gonna get us all killed. Ja, das denke ich auch. Der ist total abgedreht, aber... Take care of Lily, okay? I will. Ich kann ihn natürlich auch gut verstehen. Die haben seine Familie, verdammt nochmal. Da würde ich genauso ausrasten. Alter, ich glaube... Nee. Fuck, ey, hier sieht's aus. Diese kranken Bastarde. Ja, genau, noch schön zum Aufhängen. Ohne Scheiß, Alter. Will ich mich hier überhaupt umsehen? Ja, sollte ich ja mal machen, ne? Blut ansehen, Ja, schöne Schleifspuren, diese kranken Bastarde. Diese verdammten kranken Freaks. Was haben die denn da? Oh. Oh Mann. Ja, mir ist schon schlecht. Was ist das, eine Klaue? Ah. Gerade einem zwischen die Beine rammen von den Vollidioten. Ja schon, aber hatten wir eine Wahl? Ein Taser. Okay, also das heißt, wir können entweder den Taser nehmen. Den Heuhaken. Was liegt hier noch? Eine Sichel. Fuck off, ich entscheide mich für die Sichel, Alter. Wanne voller Blut. Ah, oh Mann, diesen... Auf jeden Fall, Alter, auf jeden Fall. Und ich bin mir ziemlich sicher... Die haben auch diese Falle präpariert, in die der Lehrer damals getappt ist. Dem wir das Bein abgehakt haben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die das da aufgestellt haben. Naja, so schlecht ist der Plan gar nicht.
gehen ihm mal nach. Nice. It ain't right making me stay out here all night. I didn't do nothing. They just treat me like I'm some kind of screw-up. Hey, what are you doing outside the bar? Oh, shit. Just guarding the place, like you said. We keep sitting out in the rain like a damn deer. Mama says we can't keep that many folks alive and not expect trouble. Take one to keep, and not the kid, and the lead on the trade. Oh, I know, Mabel. This Lee, is my focus. Part Where's too. Danny? When I let one think they can just walk right out, they never even look down. Hey, keep your eye on them. Yeah. Fuck! Was hätte ich denn machen sollen? Ah, okay. Fick dich, du Wichser! Du Drecksau, du Elendige! Komm schon, Kenny! Du Drecksschwein, das geschieht dir gerade recht. Fuck, vielleicht hätten wir doch den Taser nehmen sollen. Naja, gut. Du blöder Feigling, du blöder, verpisster Feigling. Und schon wieder hat er uns im Stich gelassen. Na, wie geil ist das denn? Vielen Dank, Kenny, vielen Dank. You can have me. It's how the world works now. Get part of yourself so others can live. I should fucking kill you right now. Mark wollte Mark never volunteered to be food. You gotta mit Sicherheit keep nicht. If you kill me, the meat gets tainted. You can't eat it. You're already tainted. You ain't gonna kill me. Just like he didn't kill Jolene. You don't have what it takes. Fucking coward. Verdient hätte der alte Bastard es. Wobei, ist schwer verletzt. Fuck off. This is not how the world works now. You won't make me kill you. Verdient hätte es auf alle Fälle, aber hey. Wenn das die Kleine gesehen hätte. Eben, Clementine wird sich merken, dass du ihn verschont hast. Und ich glaube, das war die richtige Entscheidung. Go. I'll cover you. Just stay here and keep Clementine safe. I'll be right back. Okay, wir müssen Kennys Familie retten. Aber wenigstens haben wir einen von diesen Vollidioten erledigt. Scheiße, wo ist der Bastard? Ist der Schwachmart wieder abgehauen, oder? Was macht denn der? Scheiße, Walker? Oh ja. Gott sei Dank. Ben. Is everyone okay? You guys have been gone way too long. Sie haben uns angegriffen. Verschwindet von hier. Wir brauchen eure Hilfe. Yeah, when you guys didn't come back, I figured something was up. What can we do? Larry's dead. They chopped off Mark's legs and tried to feed him to us. Shit. Is everyone else okay? They've still got Doc and Katja in the house. And I don't know where the fuck Kenny is. All right. We're coming in to help. The main gate is too dangerous. Go around the fence and see if there's a back way in.
I'll keep looking for Kitty. Do you have a weapon? I don't leave home without it. Ben, stick close. Gott sei Dank. Wo ist der andere Bruder? Der muss doch auch irgendwo hier rumlaufen. Oh Mann, die sind so krank. Ich hab Danny im Stall zurückgelassen. Ja, verängstigen war vielleicht gar nicht so schlecht. Du blöde alte Drecksschlampe. Ist doch klar, dass wir nicht einfach so gehen werden. Du blöde alte Drecksfotze. Können wir hier irgendwas machen? Was können wir denn machen? Wir können nichts tun. Hey, komm schon, relax. So braucht es nicht zu enden. Oh, da oben ist Mark. Da oben ist der Walker Mark. Er hat sich verwandelt. Er ist gestorben und hat sich verwandelt. Okay, wir müssen sie dazu bringen, dass sie ein paar Stufen höher geht. Lass sie gehen, Brenda. Ja, ja, komm schon, er hat dich gleich. Komm schon, geh noch ein bisschen höher. Geh noch ein bisschen höher, sie kann ihn nicht hören durch den Donner. Ja, dann lass sie gehen. Bitte mach es nicht noch schlimmer. Okay. Er hat sie gleich. Komm schon. Geh noch ein Stück hoch, du dreckige alte Fotze. Ja, Mann. Nice. Du feige Drecksau. Das habt ihr euch selbst zuzuschreiben. Ja, fick dich, ihr wolltet uns fressen, Alter. Okay. Du blöder Wichser, fick dich. Da hast du's, Mann, du Spacko. Komm schon, Lee, steh auf. Oh, fuck. Du Drecksschwein. Hey, fick dich, Alter. Lass das. Verpiss dich. Du blöde Drecksau. Nein. Du Schwein. Was können wir tun? Komm schon, Lilly, schieß! Schieß! Das war knapp. So eine blöde Missgeburt. Fick dich! Du Drecksau! Okay, das reicht.
Fick dich. Okay. Ich glaube, das reicht. Du Drecksschwein. Wir lassen dich leben. You ain't shit. It's over. Fuck you. As soon as Dan and Mama get out here. Dan wird nie wieder laufen. Sie werden nicht kommen. They're not coming. What do you mean? Me? What the fuck do you mean? Was denkst du wohl? Don't you dare walk away from me, Lee! Deine Mama wird kommen. Get back here and finish this, Lee! Uns steht wieder eine Entscheidung bevor. Gehen oder bleiben und ihn platt machen. Und diese Entscheidung treffen wir in der nächsten Folge von The Walking Dead. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal.